Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu Snare Items for Balumiri. Zusammen mit Balumiri. Was? Was? Snare Items for Balumiri. Ich auch. Das ist nett. Snat Items for Balumiri. Wer hat denn hier Wasser geklaut in unserem Schwimmbad? Das war bestimmt Miri. Ja, das sieht schon wieder sehr nach Miri aus. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich denke nicht. Oh, wenn ich denke nicht. Ich denke nicht. Bei ihm dabei zu lachen ist immer eine gute Idee. So, wir gucken mal ins System und schauen, wie viele Enderpearls wir haben. Ach, schön, 116. Schön. Ich habe meine noch nicht reingetan. Die letzte Folge hatten wir noch 2. Ja. Nee, 0, passiert? Nachdem ich fertig war. Letzte Folge haben wir aus Versehen den Ender Dragon gekillt. Ja, und Empire beendet. Ich schwöre, ja, und Empire beendet. Und das Staffelfinale von Empire für den nächsten Tag angekündigt. Richtig. Also das hier ist jetzt das Staffelfinale von Empire. Herzlich willkommen. Wir sind ein bisschen durcheinander gekommen, was die Projekte anging. Das ist auch nicht schlimm. Ich möchte mich auch dafür entschuldigen. Ich bin gar nicht Gronkh, ich kann Life in the Woods auch nicht beenden. Also für den Fall, der das verwirrt hat, das tut mir sehr leid. Katze, du bist einfach unmöglich. Ich habe gerade ins Suchfeld Miau eingegeben, weil ich nicht... Miau? Und ist was bei rumgekommen? Nein, ja, leider nicht. Eine Katze. Oh. In Terraria würde was bei rumkommen, aber hier leider nicht. Yay, okay. So, was wir zuallererst brauchen, ist ein Slitze ins Blitze. Oh wow. Blitze. Haben wir den Slice and Splice nicht schon gebaut? Nee, haben wir nicht. Nein. Wir haben uns erfolgreich davor gedrückt. Sehr erfolgreich. Solarium war das Problem. Genau, dafür habe ich Soul Sand gemacht. Ich baue Gemüse mit Rückwärtssalto-Funktion, ey. Ich, was alter Kupferstecher. Ich habe auch endlich was gemacht, was wir von einer der ersten Folgen an haben wollten. Was ganz Besonderes. Lasagne. Mass Fabricator. Ein Bilderrahmen, in den wir jetzt Snut reintun können. Du hast recht, das wollten wir wirklich. Und wir wollten auch noch Balouis Sapling. Ihr habt mir versprochen, dass ihr meinen Sapling Wir wollten auch noch seinen unfähigen Sapling zusammenbauen. Oh, mein riesen Sapling. Wasser aufsammeln, wie du siehst. Er sammelt Wasser. Aber du hast es wieder reingetan und dann wieder aufgesammelt. Ja, geh weg. Und das eine musste in die Maschine. So, und diese Maschine versorgt mich jetzt passiv mit Wasser, ohne dass ich da dran trinken muss. Und ich? Ja, wenn du Leder besorgst, kann ich dir das auch machen. Ein Leder habe ich. Und ein Hasen. Ich brauche mehr als ein Leder. Ich brauche... Zwei Leder. Oder so einen Schlauch. Hast du so einen Schlauch, Miri? Ja. Ja, dann gib her. Aber mein Schlauch. Ho, gib einfach und laber nicht immer so viel. Dummes Zeug. Mach ihn leer vorher. Oh, häusliche Gewalt. Doch, dann gib ihn mir wieder leer. Er ist nicht leer. Ich hab nicht... gib ihn, ich muss ihn leer haben, sonst funktioniert das. Was soll ich machen? Soll ich ihn in die Sonne legen? Du sollst so lange in der Sonne rumrennen, bis du ihn leer hast. Okay, Sonne. Aphrodite ist die Sonne? Was mein Name? Katze, möchtest du das auch haben? Da musst du das gleiche machen. Nein, ich baue mir das selber, wenn ich es will. Also ich bin schon groß. Ich habe Aphrodite gefunden und sie hat 3 Hühner als Freunde. Was? Wir haben eine Quest! Wir haben seit 100 Jahren wieder eine Quest fertig. Gibt's Loot-Chests? Ja, die habe ich übrigens gerade fertig gemacht, aber hey. Da, es gibt Loot-Chests! Entweder 2 Loot-Chests oder Filter oder Energy-Conduit. Katze, was soll ich Conduit-Binder nehmen oder haben wir davon? Nein, wir nehmen Loot-Chests! Loot-Chests werden genommen. So weit kommt's noch. Okay. Komm, da ziehe ich jetzt kurz noch was raus, was wir brauchen können. 3 Stone, das meinte ich. Ja, das war gut. Und 8 Netherrack wollten wir auch haben. Mhm. Jetzt Miri. A wooden Pickaxe und Wooden Axe. Woo! Klasse! Ich jetzt. Okay. 2 Ground Traps. Yay! Jetzt du wieder. 10 braune Mushrooms und 10 rote. Ja, das ist für dich das Richtige. Mhm. Und ich habe in der letzten... Oh. 10 Obsidian, 3 Scheren, 6 Kisten, 1 Verzauberungstisch. 8 Bücherregale, 7 Endstones, fick dich. Und 5 Seelaternen. Warum kriegen wir jetzt? Bekomme ich eine Schere? Ja, was? Ja, hier.
Hier. So einfach kann man nicht glücklich machen mit einer fucking Schere. Ja, bitteschön, und du kriegst mein leer getrunkenes Ding. Ja, gib her. Juhu, Pfandflaschen. Oh, ich hab's bekommen. Nein. Ich fand das gerade gut, so diese Überlegung. Juhu, Pfandflaschen, ich freue mich, ja. Oh, Katze. Was denn? Oh, Katze. Oh, Katze. Oh, Katze. Das hört sich nicht gut an. Ich würde weglaufen. Oh, Katze. Oh, Katze. Findest du nicht, dass sich das gut anhört? Ich finde das schon ziemlich nett von ihm, was er gerade sagt. Das wird sich gleich nicht gut anhören. Nix. Ich habe einfach nur gesungen. Singen? Okay. Na gut. Hallo. Balui macht sein Singen. Mach dein. Wir haben 9 Ender-Lily-Seeds. Wer hat denn so viele gefunden? Die sind da doch massenhaft im Nether. Ach, man hätte die Blume abbauen müssen, damit die... Ja. Ja, gut. Scheiße. Ja, gut. Reden wir nicht drüber. Ich wusste es, aber ich wusste es nicht. Redstone. Ist das Problem, dass ich Miri ihren Schlauch verlegt habe. Wie heißt der nochmal? Katze? Nein! Kantin. Kantin. Da ist er. Dankeschön. So, jetzt aber. Ja. So, hier, komm her, Miri. Hä, wieso hab ich schon wieder so viel behinderte Scheiße im Inventar? Hab ich dir geschenkt. Was hab ich falsch wieder gedrückt? Warte. Oh. Wieso hab ich das Ganze? Oh, ich hab unser... Backe. Oh, das zieht aber gerade nicht mehr, oder? Ich muss mal ganz kurz unsere Segmail ausschalten. Pass auf, ich muss dir das erklären, wie das funktioniert. Komm her. Ja. Also, das Ding kann 16 Eimer Wasser... ernten. Deswegen musst du hier erstmal mit dem Eimer 16 mal hier, da. Es dauert nicht mehr lange, dann haben wir Ding. Das. Also du musst jetzt immer einen Eimer Wasser aus dem Brunnen da reintun. Wie tue ich da einen Eimer rein? Du nimmst einen Eimer Wasser aus dem Brunnen und schüttest den da rein. Und dann? Und jetzt nimmst du das andere Ding, was du gekriegt hast. Aha. Und boxt Balloon. Und was rechte Maus hast du auf die Wasserquelle. Ach ja, komm. Und dann musst du jetzt so lange machen, bis das voll ist. 16 Stück passen da rein. Scheiße. Okay. Und wenn du das dann fertig hast, dann gehst du an so einen Energiegenerator und machst das wie mit dem Jetpack, indem du das da reinschmeißt und wartest, bis der Strom voll ist. Und wenn das fertig ist, dann tust du das... Den Eimer oder das Ding, was du mir gegeben hast. Du kannst auch gerne einen Eimer reinmachen. Mir eigentlich scheißegal. Und dann legst du dieses Teil auf deine Bubbles-Slots. Den also, Eimer? Den kannst du zusätzlich noch hinlegen. Was für Slots? Bubbles. Klick mal E. Dann hast du so einen Ring neben deinem. Ist das. Und da musst du einfach hinziehen, irgendwo. Und dann brauchst du nicht mehr trinken, außer ab und zu gucken, ob das Ding noch Strom hat. Und ob es Wasser genug drin ist. Aber das dauert lange, bis es leer ist. So. Jetzt brauche ich das Ganze noch mit dieser Klimaanlage. Wie heißt das Ding nochmal? Joghurt. Joghurt. Du hast gelogen. Oh, habe ich nicht. Wo ist das? Hast du wohl. Direkt die nächste Lüge, habe ich nicht. Na gut. Na gut, okay. Diskussionen mit Balu sind lustig. Ich habe keinen Bock auf dich. Aha, was ist? Bananenbrot. Nur weil ich eine Katze bin. Nur weil ich Balu heiße. Du bist nicht Balu, du bist Blauli. Na, dann bauen wir das Miri auch mal. Was denn? Was kriege ich? Du wirst dich freuen. Ja, Katze, weißt du dich eigentlich über... Blatze-Rotz? Hä? Wie kriegt man nochmal Blaze-Rotz? Kompressor. In den Kompressor hinten Blaze-Powder reinlegen. Kompressor, wo bist du? Komm, geh dich kompressieren. Wo ist denn der Kompressor? Ach, der. Ist direkt davor. Guten Tag. Gut gemacht, Blauli. Gut gemacht. Hätte gern einmal Blaze-Rotz zum Mitnehmen, bitte. Einmal Blaze-Rotz zum Mitnehmen. Wie viel kommen da immer raus, so? Eine immer? Zwei. 20? So 12, 10, 28. 12? Cool. Eine. Na gut. Und dann muss ich nie wieder trinken, wenn das voll ist? Ja, eine Weile nicht mehr. Und solange du lebst, nur. Wie, wenn, solange ich lebe? Ja, wenn du tot bist, dann ist scheiße. Ja, gut. Habe ich auch mal gehört, dass das nicht so gut ist. Silicon, Coal Dust und Iron. Je länger ich lebe, wir bauen jetzt was Cooles.
Was ist das hier? Was macht eigentlich dieser Geothermalgenerator? Nix oder nix? Aus Lava Strom für IC2-Maschinen macht er. Boah, der hat irgendwie nicht mehr so viel Lava. Wächst die Wolle von den Schafen nach, wenn sie keine Wiese haben? Nein. Ich denke, du musst da wohl Wiese drunter setzen. Ja, gut. Viel Spaß. Habe ich mir darüber Gedanken gemacht? Nein. Mist. Ich hol da mal ein bisschen eher. Hörst du auf zu lachen? Ich habe mich verschluckt. Das Gute ist, wir haben jetzt Enderpearls. Bedeutet, wir können jetzt immer weiter höher gehen, was die ganzen Sachen angeht, was die ganzen Waffen und so weiter angeht. Kann ich jetzt überall hin teleportieren? Ja, das kannst du auch zum Beispiel. Ich fuck kurz Apaluja ab. Okay. Ich habe eh ein Problem. Wieso ist denn dieser portable Temperaturregulator so mega unbezahlbar teuer? Weil der teuer ist. Das ist nicht okay. Unbezahlbar. Das kriegen wir ja nie bezahlt. Das ist ja. Wie soll man das denn machen, wenn ich jetzt mit Miri irgendwo hin will? Ja. Vielleicht wollen wir mal ins Restaurant gehen. Das meinte ich jetzt zwar eher nicht so, aber. Haben wir noch irgendwo eine Hexe in der Umgebung? Miri. Da ist Creeper, aber das ist keine Hexe. Da ist ein Hühnchen, das ist aber keine Hexe. Ja gut, das reicht nicht. Das reicht hinten und vorne nicht. Oh, schade. Selber Hexe. Ja. Ja, gut. Gut, dass du es einsiehst. Ja, nice. Aber Miri, wollen wir nicht mal irgendwo hin? Wohin? Aber du hast doch nichts, was unsere Temperatur reguliert. Ja, wir können das Teil einfach da aus der Mikrowelle mitnehmen, hier aus dem Raum. Was? Aus der Mikrowelle? Du hast ja doch gerade ein neues gebaut, du Baum. Ja, ich habe mehrere neue gebaut, weil ich eigentlich den Regulator... Ja, aber das bedeutet doch, du könntest doch bitte einfach das mitnehmen, anstatt uns das aus dem Raum zu klauen. Wenn du den vom Regulator auch hast. Nein, das geht dich gar nichts an. Aber wir können ja nicht einfach losreisen, wenn wir nicht alles da haben. Ja. Ne? Na, wenn du das sagst, wird das so sein. Ist ja nix. Zwei. Gesundheit. Gesundheit. Danke. Ich bin übrigens Balui. Okay, Gesundheit. Hallo, Blauli. Ja. Mann, lass mal das nicht umsonst. Ich brauche eine Witch. I need a witch. Wir müssen uns jetzt mal überlegen, dass wir vielleicht irgendwann mal hinkommen, dass die ganze Manifaktur von allein läuft. Dem steht da jetzt nicht mehr so viel im Wege. Nee, eigentlich nicht. Wir müssen einfach nur... Ich meine, die Segment macht ja schon aus Stone, Gravel und Sand. Und wahrscheinlich kann sie aus Gravel dann Sand und Dust machen, richtig? Das weiß ich nicht. Aber Pulverizer könnten es wahrscheinlich. Gibt es doch hier gar nicht. Pulverizer gibt's nicht? Den Induction Smelter gibt es. Pulverizer gibt es doch. Ach, komisch. Wusstest du schon, dass es Pulverizer gibt? Nee, wie hattest du das denn bei Agrarian Skies aufgebaut? Wie viel Pulverizer hattest du? Gar keine Pulverizer. Ach, leck mich doch einfach an die Füße. Nee, stimmt nicht. Ich hatte, kommt aber auf die Reihe an. Das brauchst du 3 Pulverizer. Wir hatten für jede Reihe was Eigenes gebaut, ja, ne? Ja, wir hatten für das. Oh, du hast ja auch übertrieben. Was ist, wenn wir einfach anfangen wollen? Ja, dann gehst du hin und sagst halt, was du brauchst und stellst immer wieder um. Versuchst alles 3 hinzukriegen. Also brauche ich ja so oder so 3 Pulverizer, richtig? Wenn du nur das sagst. Ja, und warum nehme ich nicht einfach die Sackmill? Die produziert ja eh schon Sand und Gravel. Kann die nicht dann aus Gravel auch noch... Das musst du nachgucken. Das weiß ich nicht. Och Mann, ich hasse dich so sehr. Immer sagen, ich habe eine Ahnung, ich bin Katze, ich weiß alles. Aber eigentlich habe ich gar keine Ahnung. Du musst dann nachgucken. Weil wie tief darf ich dich verbuddeln, bevor es illegal wird? Frag Mili. 60 Blöcke. Mama. Bei mir schon fast am Bedrock.
So. Ach, das ist Miri. Ich glaube, zu Miri zum Verbuddeln. Nein, ich will mich verbuddeln. Ja, leider wird aus Gravel nur Sand und Sand. Toll, Sackmill, ganz toll. Und aus Sand wird Silikon. Also das Niedrigste, was ich mit einer Sackmill machen kann, Sand. Da brauche ich also wenigstens einen Pulverizer. Also noch eine Sackmill und einen Pulverizer. Dann bin ich glücklich. Richtig. Das Sackmill ist ja auch relativ billig. Irgendwie sowas. Nein, doch nicht billig. Das wird scheiß mit Maschinenchassis hier. Ja, Maschinenchassis ist billig. Das sind hauptsächlich Eisen. Amber. Ja, und diese ganze Elektronik da innen drin? Die kostet 4 Goldnuggets, 1 Copper. Ja, aber ist teuer. Nee, machbar ist das Wort, das du suchst. Ich habe eigentlich nach dem Wort teuer gesucht, aber ist okay. Du wirst verbuddelt, mein Freund. Wo ist mein ganzes Eisen? Ich dachte, wir hätten noch so viel Eisen. Wieso ist alles leer? Haben wir doch. Wir hatten noch 1000 oder jetzt so. Jetzt ist alles weg. Ja, dann guck noch mal in den Altar rein. Nicht, dass ich wüsste. Ich habe auch gerade nicht so viel verwendet. Oh, wann lernst du es mir nicht mehr zu glauben? Wann? Bitte, wann? Bis jetzt warst du immer sehr vertrauenswürdig. Ja. Was passiert? So, Sackmill ist fertig. Das war schnell. Jetzt brauchen wir noch schnell einen Pulverizer. Und dann steht meine automatischen Farm nichts mehr im Wege. Meine automatische Farm ist super. Habe ich damals mit meiner Mutter schon immer gesagt, ey, Mama, weißt du nur, was super ist? Ja, die Mob-Farm gesagt, die funktioniert nicht. Die, das haben wir ja schon das Thema. Automatische Mob-Farm, die ist super. Ja, ich habe mich ja um eine Mob-Farm gekümmert. Ich muss die jetzt nur irgendwann mal so aktivieren mit Sachen, die wir brauchen, wie Witches oder so. Dann passt die Geschichte auch. Kannst du Miris Seele dafür verwenden? Nein. Leider nicht, ich müsste eine Hexe einfangen in der Soulvile. Ja, ist doch. Ne, Praktizierende, das ist das Problem. Sonst wird's funktionieren. Katzi, mach bloß nicht mehr, sonst hau ich dich. Ja, aber wenn ich mitmache, ist alles okay. So, Pulverizer fertig. Ach, heul doch nicht rum die ganze Zeit. Weil das Problem ist, hier haben wir gar nicht genug Platz für die ganzen Maschinen. Ja, das wird auch alles noch besser gebaut. Das sagst du seit 20 Folgen, aber ich glaube, es ist Zeit, dass du die Folge beendest. Ich glaube, ich muss das erst noch aufbauen und kurz nochmal demonstrieren, wie es in Vollmodus geht. Könnt gerne ins End kommen, um das zu sehen. Was sollen wir machen? Kurz ins End kommen, den Endcake, der ist aufgefüllt. Aber wir haben noch gar nicht genug Enderperlen. Hey! Hallo! Habe ich Jetpack? Ja, ist noch voll genug. Wo gehen wir hin? Ich bin im End. Ui, wir alle im End? Sind wir nicht alle ein bisschen End? End, geil. Ach, lach doch mal wenigstens. Hahaha. Was kannst du denn? Ach, da hinten. Hier zu mir kommen, irgendwo. Aber halt möglichst so, dass ihr keinen triggert. Okay. Ich hab nichts getriggert. Nee, ist okay. Schaut von oben zu, dann seht ihr jetzt, was passiert. Ich bin doch nicht da. Alle? Irgendwo bei das Portal. Portal. Ich versuche keinen Enderman anzugucken. Was machst du? Guckst du alle an oder ja, was? Das ist eine Spinne. Ich wusste gar nicht, dass die Spinnen spawnen. Und wo landen die Enderperlen? Hast du eine Sackbox wenigstens? Ich zeig's dir gleich. Was wird denn das? Ja, Party, Party. Party mit Endermännern. Da ist Compressed Enderman! Ja gut. Au, der Arsch tötet mich, Dann flieg doch! Und komm hier zu uns. Hier, Miri. Lande hier neben mir. Guten Tag. So, nochmal eine Ladung neu ziehen. Nee, reicht jetzt. Miri, sonst geht er ins Portal, wenn dich der gleich angreifen sollte oder so. Komm mal alle her hier. Dass die so extrem auf diese Riesendistanz dich angreifen, ne? Ja, soll ich sie gießen? Ich finde das äußerst effizient, was wir gerade machen. Die Frage ist nur viel eher, wie kommst du an die ganzen Perlen und so jetzt dran? Ja, sobald alle ausgerottet sind, höre ich einfach auf, die Leute anzugucken. Alle. Jetzt zum Beispiel ist keiner mehr da, der mich angreift. Ja, und wie willst du die Dinger einsammeln? Die Dinger schaden einen auf einen einzigen HP runter. Das alles.
Na gut. Das war's. Okay. Und das war jetzt insgesamt 2 Stacks Enderpearls, 2 Köpfe. Nur jetzt innerhalb von ein paar Sekunden. Wie viele Köpfe brauchen wir denn? Ja, immer wieder mal welche. Aber ich meine, wenn wir die Wooden Spikes hier unten zum Beispiel gegen Diamond Spikes austauschen, dann können wir damit automatisch schreddern lassen. Sterben die dann ganz? Ja. Und wir kriegen die Loot? Ja. Cool. Okay, das ist cool. Ja. Gut, soll ich gehen nach Hause? Jo. Und dann kommt nochmal der Abspann. Wann? Ja gut, da würde ich aber sagen, Katze, dein Part. Juhu. So, meine sehr verehrten Damen, Tiere, Menschen und Doktoren, schaut auf jeden Fall bei Miro und bei Louis vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns dann wiedersehen. Lauli vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht das gut. Lasst auf jeden Fall noch einen Kommentar, Fischi, da mit einem Namen für das Projekt. Wir sehen uns. Macht es gut. Ich habe es jetzt dreimal gesagt, aber macht es auf jeden Fall gut. Leute, Leute, macht's gut. Tschüss. Throw your cranes up.